Hey YouTube und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel und heute beschäftigen wir uns mit dem optimalen Start in eine Road to Glory in FIFA 21. Es ist ein Video, was es so noch nie auf meinem Channel gab. Ich mache zwar seit drei Jahren glaube ich jetzt schon immer eine Road to Glory parallel zu meinem Main-Account, aber ich habe euch nie wirklich mitgenommen, wie ich in die Road to Glory reinstarte, im Vorfeld Tipps geben und so weiter und so fort. Ich habe das Ganze, wenn überhaupt, immer im Livestream gemacht und so in 2-Wochen-Updates dann auch auf meinem YouTube-Kanal ein Video dazu gebracht, aber so eine richtige Series gab es bisher noch nicht und die wird es halt im FIFA 21 definitiv geben. Wir werden von Anfang an Videos hochladen, wie ich reinstarte, aber damit ihr auch Bescheid wisst, wie ihr am besten in so eine Road to Glory reinstartet, will ich euch dieses Video mit ein paar Tipps und Tricks geben. Warum ich das im Vorfeld mache, ist ganz einfach, weil sobald der 1. Oktober ist, das ist der erste Termin, wo wir alle FIFA 21 offiziell theoretisch zocken können, denn da ist EA Play bzw. EA Access draußen und da könnte man das Spiel schon für 10 Stunden anzocken. Und damit ihr das zocken könnt und nicht irgendwie darauf warten müsst, wie ich meine Road to Glory starte, werde ich dieses Video machen, damit ihr ein paar Tipps schon im Vorfeld gehört habt. Und dann, wenn ihr reingeht ins Spiel, denkt ihr euch, Stylo hat damals im Video gesagt, ich soll das und das beachten und so weiter und so fort. Und wenn euch dieses Video dann weiterhilft, dann lasst es mich gerne wissen, indem ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben supportet. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Könnt ihr mir gerne auch auf meinen Socials folgen und mir dort auch schreiben. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr das natürlich auch kostenlos und gerne machen. Wir marschieren nämlich immer weiter. In den letzten 2 Tagen haben wir wieder 200 Abonnenten dazu bekommen. Das ist sehr, sehr heftig. Dankeschön für den Support. Und jetzt kommen wir zu den Tipps. Kurze Sache, bevor wir jetzt anfangen. Road to Glory sollte fast jedem bekannt sein, aber es gibt Leute immer noch, die nicht wissen, was eine Road to Glory ist. Das nennt man einfach FIFA, wenn man FIFA Ultimate Team spielt, ohne irgendwelche Points zu nutzen, ohne dass man Echtgeld reinsteckt. Also quasi alles sich erspielt. Das ist eine Road to Glory, das kurz erklärt. Und wenn ihr mit einer Road to Glory startet, kommt der erste Punkt, wenn ihr in Ultimate Team reingeht, dass ihr eine Starternation wählen müsst. Ihr wisst ja, England, Frankreich und so weiter und so fort. Und da gibt es schon den ersten Punkt, den viele falsch machen. Die wählen da zum Beispiel Portugal, weil sie denken, okay, ich kann eventuell Cristiano Ronaldo ziehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, Freunde, dass das passiert, die ist geringer als ein 6 am Lotto. Dementsprechend der erste Tipp direkt, nimmt England, weil ihr kriegt sehr viele englische Spieler, auch Bronzespieler, Silberspieler. England hat sehr viele Ligen, die meisten Ligen in FIFA Ultimate Team, dementsprechend auch die meisten Spieler. Und das gibt euch einen guten Start für weiteres, wie die Anfangs-SBCs und so weiter und so fort. Und das ist das, worauf wir hinaufbauen wollen. Und dementsprechend mein erster Tipp, nehmt England als Starternation. Dann die zweite Sache, der zweite Tipp gilt natürlich nur für die Leute, die schon mal Ultimate Team gespielt haben und es jetzt wieder spielen. Für die, die zum allerersten Mal Ultimate Team spielen, wird das jetzt nicht gehen. Ihr könnt jetzt quasi schon zum nächsten Tipp vorspulen, aber es geht um die Willkommensbonis. Immer wenn ihr in Ultimate Team reingeht und in den früheren Jahren schon mal Ultimate Team gespielt habt, kriegt ihr am Anfang ein paar Packs. Das ist ein guter Anfang, weil ihr könnt alles, was ihr aus den Packs nicht gebraucht, direkt verkaufen und somit schon ein kleines Startkapital haben. Letztes Jahr gab es auch einen Münzboost dazu, was auch sehr nice ist, weil dann kriegt man nochmal zusätzliche Coins, wenn man ein Spiel gespielt hat. Und das ist mein zweiter Tipp. Und der dritte Tipp, den ich für euch habe, der hängt damit zusammen, für diejenigen, die schon mal Ultimate Team gespielt haben. Denn es kommt immer wieder vor, dass Leute nach einem Jahr meinen, sie müssten einen neuen Account erstellen. Freunde, macht das nicht, weil dadurch gehen die Willkommensbonis verloren und ihr habt eventuell Probleme, in der Web-App auf den Transfermarkt zu kommen. Dementsprechend kann ich es nie empfehlen, einen komplett neuen Account zu erstellen. Ich weiß, manche sagen, ich brauche einen neuen Account, weil ich hatte auf meinem letzten Account im letzten Jahr nicht so viel Packluck. Der ist irgendwie verflucht oder so. Aber Freunde, glaubt mir wirklich, das ist random. Das hatte ich auf meinem Main-Account jetzt in FIFA 20, hatte ich nicht so viel Packluck. In FIFA 19 dafür hatte ich extrem krasses Packluck. Und jetzt in FIFA 21, schauen wir mal. Das ist halt wirklich random und aufgrund dessen solltet ihr euren Account definitiv nicht wechseln. Bleibt auf dem Account, wo ihr gespielt habt, damit ihr diese Bonis am Anfang bekommt, damit ihr den Transfermarkt alles freigeschaltet habt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kommen wir zum nächsten Tipp und das ist dann schon der Tipp mit den Starter-SBCs, weswegen wir auch am Anfang die englische Nation nehmen sollten. Macht diese Einleitungs-SBCs, da kriegt man ein paar Bronze-Packs raus, was auch wieder gut ist. Die Packs sind zwar untradable, aber die Spieler, die rauskommen, können wir wieder für weitere SBCs nutzen. Und man sollte versuchen, so schnell wie möglich diese Hybrid-Nationen als auch Hybrid-Ligen-SBCs zu machen. Das wird jetzt nicht direkt am Anfang klappen, aber nach so einem paar Stunden Spielzeit geht das klar, denn dann kriegt man 50k-Packs, 35k-Packs und so weiter und so fort. Und solche Packs direkt am Anfang zu haben, gibt einen enormen
Vorteil. So, zu einer Road to Glory am Anfang wird natürlich irgendwann auch das Traden gehören. Da gibt es so viele Trading-Methoden, dass es sich gar nicht lohnt, über alle in diesem Video zu sprechen. Da sollte man ein gesondertes Video zu machen. Aber eine Methode, die ich wirklich, also das ist wirklich eine richtig, richtig simple Methode. Denn am Anfang müsst ihr bedenken, verkauft sich fast alles. Vor allem Goldspieler, ob es Gold-Non-Rare sind, Gold-Rare-Spieler, die verkaufen sich alle. Beliebt natürlich die ganzen Top-Nationen wegen SBCs. Und was ihr machen könnt, wenn ihr ein kleines Budget schon habt oder ein kleines Kapital, geht auf den Transfermarkt, bietet einfach immer komplett zum Mindestpreis auf so viele Spieler wie geht und guckt dann, wie viele Spieler gewonnen hat und verkauft diese Spieler einfach für ein paar Coins mehr. Je nachdem, wie teuer ihr den Spieler eingekauft habt. Wenn wir jetzt mal von einem Gold-Non-Rare-Spieler ausgehen, ihr habt den für 300, 350 Münzen oder so gekauft, stellt ihn einfach für 600 oder bis 700 Münzen oder vielleicht noch mehr, je nachdem, was für eine Nation und Liga der Spieler hat, kommt ja mal ein bisschen drauf an. Und sie verkaufen sich so, so schnell, da verdoppelt ihr eure Coins wirklich sehr schnell. Eine sehr gute Methode, die ich euch jetzt hier kurz mal mitteilen wollte zum Anfang, um durch Traden Coins zu bekommen. So, dann fragt ihr euch natürlich, Silo, was ist denn mit Gameplay? Wollen wir denn auch irgendwann spielen? Ja, ich empfehle euch auch wirklich am Anfang, Squad Battle zu spielen. Wenn ihr, wie gesagt, schon Leute seid, die aus vergangenen FIFA-Teilen wieder zurückkehren und die Willkommensbonis habt, dann kriegt ihr auch einen Münzboost. Und diesen Münzboost wollen wir natürlich auch, so gut es geht, nutzen. Und da ist es ganz egal, ob ihr Division Rivals spielt, ob ihr Squad Battle spielt oder Weekend League. Gut, Weekend League wird nicht gehen am Anfang, aber der Modus ist egal. Das ist das, was ich sagen will. Und dementsprechend kann ich euch auch am Anfang, auch wenn es eventuell nervig ist, gegen die CPU zu spielen, aber ich habe das auch gemacht bei meiner Road to Glory die letzten Jahre immer. Und für den Anfang ist das auch immer sehr, sehr zu empfehlen. Denn bei Squad Battles könnt ihr erstens ohne Stress spielen, ohne Druck, dass ihr irgendwie gegen einen Online-Gegner, ich kenne das, es ist halt ein anderes Gefühl, ob man jetzt gegen einen Online-Gegner spielt oder gegen die CPU. Und ihr könnt in aller Ruhe erstmal mit dem Spiel warm werden. Es ist ein neues Spiel, neue Mechaniken. Für diejenigen, die die Beta nicht gespielt haben, wird es halt, wie gesagt, ein komplett neues Spiel sein. Die Leute, die die Beta gespielt haben, werden auch zu 80% wahrscheinlich keine Road to Glory in FIFA 21 machen, denn das waren ja nur Verified-Spieler. Aber, wie gesagt, Squad Battles ist am Anfang immer sehr, sehr gut, weil ihr kriegt den Münzboost nach jedem Spiel, ihr macht euch mit dem Spiel vertraut und ihr müsst nicht das heftigste Team haben am Anfang, um in Squad Battle zu spielen. Ihr könnt ja auch einfach, wenn ihr noch nicht das heftigste Team habt und eigentlich auf Weltklasse spielt, könnt ihr auch einfach auf Profi spielen und ihr solltet trotzdem gut durchkommen und am Ende kriegen wir sogar ein paar Rewards mit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel am 1. Oktober wirklich direkt zum ersten Tag des Early Accesses am Start seid und Squad Battle spielt, dann werdet ihr ja schon von Sonntag auf Montag Rewards bekommen, was natürlich einen enormen Schub gibt. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Es gibt natürlich auch Division Rivals, da kann ich euch auch empfehlen, sobald ihr ein kleines Startkapital von 10.000 Münzen oder so habt, eigentlich empfiehlt man nicht direkt die ganzen Münzen in ein Team reinzustecken. Aber ihr könnt ja Folgendes machen, dass wenn ihr irgendwie 10.000 Münzen habt, ein kleines Team aufbauen, was gar nicht so schlecht ist und damit dann Division Rivals die Platzierung spielt. Es hat einen Vorteil dieses Jahr, diese Platzierungsspiele direkt am Anfang zu machen und zwar, dass man diesmal Aufstiegsbonis bekommt. Also ihr kriegt Bonis, nachdem ihr die Platzierungsspiele gemacht habt und diese Bonis sehen in Form von Coins. Das ist ähnlich zu vergleichen wie früher mit den ganzen Ligen, wo man ja von Liga 10 in Liga 9 aufgestiegen ist und dann hat man einen Boni bekommen von keine Ahnung wie viele Coins. Das kriegt man jetzt in FIFA 21 auch in Division Rivals. Wenn ihr aus Division 3 in Division 2 aufsteigt, kriegt ihr Münzen. Genauso kriegt ihr aber auch Münzen, wenn ihr von Division 9 in Division 8 aufsteigt. Aber je nach Division sind es halt mehr oder weniger Münzen. Und ihr kriegt halt schon direkt Münzen, wenn ihr diese Platzierungsspiele macht und das ist natürlich sehr, sehr gut für den Anfang, damit man auch wieder ein Kapital hat. Dementsprechend kann ich euch Division Rivals auch am Anfang direkt ans Herz legen. Ihr müsst noch nicht komplett reingrinden, aber macht zumindest die Platzierungsspiele. Seit letztem Jahr haben wir in FIFA ja auch den Season Pass. Die Season Objectives, die Meilensteine und so weiter und so fort, die wurden ja ersetzt durch diese komischen Tagesaufgaben von früher, was sehr nice ist. Aber guckt euch an, was ihr machen könnt. In FIFA 21 werden wir den Coop-Modus zum Beispiel dazu bekommen. Es wird sehr wahrscheinlich Coop-Aufgaben bekommen, Coop-Meilensteine. Dann gibt es wahrscheinlich wieder, wie üblich, die Squad Battles, Meilensteine, Weekend League, Division Rivals und so weiter und so fort. Guckt, was ihr am Anfang machen könnt, woraus ihr irgendwie auch nur Münzen bekommt oder Packs, Goldpacks, ganz normale Goldpacks. Das hilft alles weiter und versucht, diese Aufgaben zu machen. Glaubt mir, wenn ihr die am Anfang macht,
werdet ihr wirklich einen enormen Vorteil haben. Vor allem diese 15 Carpacks oder 25 Carpacks, die man im Season Pass selbst kriegt, die sind auch am Anfang richtig, richtig nice. Ein Punkt, den viele nicht nennen werden, aber den ich euch jetzt nennen werde, ist Leihspieler. Ihr werdet am Anfang wieder Leihspieler bekommen. Letztes Jahr man bekommt immer mindestens einen Leihspieler, je nachdem auf welcher Position, ob man jetzt im Sturm, die Position kann man sich aussuchen. Am Anfang werdet ihr ja immer in diesem Starter-Screen sein und dann sagen die, bitte tauscht einen Spieler aus dem Starter-Team durch einen Leihspieler. Und je nachdem auf welcher Position ihr das macht, werdet ihr auch unterschiedliche Spieler bekommen. Und wenn ihr das macht, dann nehmt einfach Spieler definitiv aus den Top 5 Ligen und behaltet diese Leihspieler. Warum? Das hat einen Grund, der schon mit späteren Ereignissen in FIFA Ultimate Team zu tun hat. Und da geht es um die Aufgaben zu Icon-Swaps. Icon-Swaps wird sehr wahrscheinlich in FIFA 21 wieder kommen, gehe ich ganz stark von aus. Und bei Icon-Swaps ist es immer so, dass man da auch Erstbesitzer braucht. Und ich weiß noch letztes Jahr, wo ich mir gedacht habe, boah, hätte ich mal diese Leihkarte nicht am Anfang verschwendet, dann könnte ich die jetzt hier bei dieser Aufgabe benutzen und so weiter und so fort. Dementsprechend versucht, alle Leihkarten, die ihr am Anfang bekommt, nicht abzustoßen oder zu verschwenden in irgendwelchen Squad Battles Games oder so. Benutzt sie für die Icon Swaps Aufgaben. Vor allem, wenn ihr eine Road to Glory habt, ist es sehr schwer oder beziehungsweise schwerer, an diese First Owner Karten später zu kommen, und da werden die Leihkarten definitiv aushelfen. Kurzer Hinweis dazu, ist ein Tipp, der jetzt nicht ganz wichtig ist für den Anfang, aber das muss man einfach gehört haben, damit man nicht den Leihspieler nutzt und am Ende sagt, oh, jetzt ist es zu spät. Nächster Tipp ist halt, wenn ihr den Early Access tatsächlich nutzen solltet, dann macht es so, dass ihr im Early Access wirklich die 10 Stunden, weil er ist ja auf 10 Stunden begrenzt, nur für Gameplay nutzt. Wenn ihr irgendwelche SBCs oder Trading mit Sachen machen wollt, dann macht das während des Early Access in der Web-App. Und alles, was mit Gameplay zu tun hat, im Spiel. Denn damit nutzt ihr wirklich am effektivsten die 10 Stunden, die ihr im Early Access habt. Und die letzte Sache ist einfach auch nur ein Hinweis, ist nicht wirklich ein Tipp. Umso schneller ihr euer Team, jeder von uns wird irgendwie ein Team im Kopf haben, was er zur ersten Weekly haben will. Wenn wir jetzt am 1. Oktober den Early Access bekommen, am 6. Oktober ist ja der, kriegen alle mit der Champions Edition und der Ultimate Edition das Spiel, und am 9. Oktober ist der offizielle Release-Termin für alle, die die normale FIFA Edition haben. Am 1. Oktober mit EA Player hat man die 10 Stunden und die erste Weekend League wird dann sehr wahrscheinlich am 16. Oktober stattfinden, also eine Woche nach offiziellem Release. Bis dahin sollte man definitiv ein Team haben, und umso früher ihr ein erstes Team zur Weekend League bauen könnt, umso besser. Denn umso näher wir an die erste Weekend League rankommen, umso teurer werden die Karten auf dem Transfermarkt. Das ist einfach nur ein Hinweis, damit ihr das schon mal im Hinterkopf gehört habt. Ich würde empfehlen, dass man irgendwie ein Team bis Dienstag, Mittwoch vor der Weekend League baut, und sollte man dann irgendwie noch im Laufe dessen irgendwie noch ein paar Coins machen, Donnerstag, Freitag, und denkt sich, boah, ich hole mir jetzt doch irgendwie noch einen Spieler in mein Team rein. Überlegt es euch zweimal, ob ihr damit nicht eventuell bis nach der Weekend League warten wollt, und nutzt die Coins dann lieber, um weiter zu traden, denn es ist immer ganz sehr, sehr wichtig, am Anfang flüssig zu sein. Steckt nicht alle Coins, die ihr euch erarbeitet, direkt in euer Weekend League Team. Glaubt mir. Und das ist aber auch wieder ein Thema für ein anderes Video. Es ist besser, wenn man sich ein Team baut, ein vernünftiges, aber auch noch ein Budget hat, mit dem man ständig tradet, damit die Coins die ganze Zeit im Umlauf sind und weiterarbeiten, damit ihr einfach eure Coins vervielfachen könnt. Das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen oben da lassen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, und es werden weitere Videos kommen. Das waren einfach wirklich nur grundlegend die ersten Tipps und Tricks, die ich habe. Eigentlich könnte man zu fast jedem Thema noch ein extra Video machen. Und ich bin an der Stelle raus. Gerne ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und für die, die es getan haben, gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Gerne auch auf Insta und Twitter vorbeischauen. Ich bin raus. Peace out und ciao.